Willkommen zurück zu Joe Steiner. Nach einer runden, schlustigen Runde Crypt of the Necrodancer bin ich wieder bereit, weiterzumachen mit Nachtschicht 7. Ich will das jetzt fertig kriegen. An sich würde ich am liebsten cutten, aber wie schon mal gesagt, dann müsste ich das ganze Spiel rauscutten und das wäre irgendwie scheiße, deswegen. Und ich wollte aufs Klo gehen. Ach, egal. So, Mischek. Du. Auf mit der Tür. Los! Seit wann sind es eigentlich 14 Gegenstände? Waren es vorher schon 14 Gegenstände? Ich habe keine Ahnung. Los, wir haben keine Zeit. Schnell. Bevor hier wieder ein gewisser Mister ausrastet. Nein, hier wird nichts mehr gebrotzelt. Zapfenstreich. So. Okay. Aber wieder am Rumhusten ist so. So richtig so. Oh nein, Gott, was soll ich denn machen? Und hast du nicht gesehen? Und auch die Kaffeemaschinen ticken einfach so an. Oh nein, Gott, dieser Teekessel. Nein, nicht dieser Teekessel. Oh, jetzt reg dich mal wieder. Reg dich mal wieder ein, Junge. Reg dich mal wieder ein, genau. Muss ich erstmal einregen. Richtig warm aufregen. Oder so. Keine Ahnung. Würde immerhin zu diesem Spiel passen, sich warm aufregen. Und danach richtig auszurasten. So wie der Typ eigentlich auch immer. Der rastet auch immer so richtig nach raus. So. Handy-Sounds? Aus. Ja. Vielleicht ist es auch ganz gut gewesen, mal ein bisschen kurz mal zu entspannen. Kurz mal den Kopf baumeln zu lassen. Wenn er... Aus. Wenn dann gute Double Bass Metalcore, aber nicht sowas. Nein. Ja. Wobei August Burns Red, die haben ja auch schon ziemlich geile Riffs teilweise drin. Was auch schon so ein bisschen Red Dead Redemption Style hatte. Fand ich richtig geil, das letzte Album. Also August Burns Red, ein absoluter Tipp von mir. Ja. Sollte ich mir auch mal ein Shirt davon kaufen? Ich habe von so vielen Bands Shirts, aber nicht von August Burns Red. Nein, das ist der Eisschrank. Das ist der Eisschrank, aber der liegt ja quasi auf dem Weg, dann passt das. Aus! Dann nehmen wir die Schüssel hier mit. Die liegt auf dem Weg. Aus! Du musst für mir Ruhe sorgen! Habe ich jetzt einfach mal so vorausgeraten, aber nö. Was geht denn jetzt an? Oh mein Gott! Nichts! Oh nein, ein Telefon! Joe Steiner? Hier am Apparat? Na toll. Wieder aufgelegt. Die hören meine Stimme und legen direkt wieder auf. Wie in der Arbeit. Da hören sie auch meine Stimme und legen direkt wieder auf. Ja toll. Was hätte ich da bitte machen sollen? Was hätte ich denn machen sollen? Ach, guten alten Switch-Folgen. Die waren klasse. Hoika, sie sind raus! So, komm ich ganz? Ich switche um. Danke. So. Eins noch. Aus. Das letzte. Natürlich. Das nimmst schon. Teilweise ist es auch brutal unpräzise einfach. Sagte ich aber irgendwie schon auch schon 10-mal hier in diesem LP. Aus! Danke. So, wie lange haben wir noch Zeit? Ah ja, massig. Nee, es ist jetzt kurz vor knapp, also... Ja. Egal. Das ist hier wirklich, mit der Zeit ist so eine Sache für sich hier. Ja, aber okay. Geht. Ich bin so froh, dass das neue Mikrofon nicht mehr so in der Fresse hängt wie das alte. Ich meine, das andere war jetzt schon echt super, aber... Ja, es ist einfach hier nochmal eine Spur feiner. Nicht ganz so rauschig. Abgesehen von dem Grundrauschen vom Rechnerlüfter, aber das kriege ich mittlerweile auch gut entfernt.
ist doch der Staubsauger. Jetzt komm schon her. Danke. Nehmen wir das damit. So. Okay, Handy liegt auf dem Weg. Handy liegt auf dem Weg. Handy liegt auf dem Weg. So. Passt. Stimmi-Shake. Wap-da-du. Handy-Sounds. Hallo? Schätzchen? Na, Mist. Nimm wieder keiner ab. Mich ruft doch nie einer an. Obwohl, die rufen halt auch nur an und dann hört sie meine Stimme legen auf. Der Drucker, natürlich, der typische Drucker. Na klar, die typischen Drucker-Sounds, die man so hat. Ja, okay, wobei, das ist ja kein Drucker. Das ist ja eher ein Faxgerät, das Sounds, aber das ist doch ein Drucker, der steht, kein Faxgerät. Also, passt der Sound nicht so wirklich oder bin ich jetzt nur irritiert oder ach, was weiß ich. Mir ist das doch schandig egal. Komm ich an die Flasche irgendwie ran? Ja toll, wie hätte ich das denn machen sollen? Das ist der Eisschrank. Der wird so ausrasten. Aus. Ja. Nimm auch den Burger mit. Liegt ja quasi auf dem Weg. So. Die Espresso-Maschine geht aus. Liegt auch quasi auf dem Weg. Kommst du noch mit? Ja, ich. Wie schon gesagt, hier liegt alles Mögliche auf dem Boden, aber das interessiert gar nicht. Hauptsache ist. Oh mein Gott, die Tische, die sind noch vollgestellt. So. Haben wir auch wieder für Ruhe gesorgt. Machst du gefälligst die Tür auf? Danke. Hier noch irgendwas? Ja, da. Aus. Ups. Falscher Schrank. Falscher Schrank. Ups. Oh. Aus. Jetzt gibt wieder das leichte Krölen los. Ah, das sollten wir schaffen. Das sollten wir trotzdem schaffen. Den, jetzt kommt noch. Das da. Dann kommt. Das da. Und dafür ist noch eine Sache. Das ist der andere Schrank. Schneller! Bevor alles zusammenbricht. Doch, der Burger! Schnell, der Burger! Schnell, der Burger! Und die Glotze aus. Aus damit! So. Grimmiger Vogel. Sie sind doch. Grimmige Feder. Sie sind raus! Raus aus diesem LP! Natürlich. Wahrscheinlich mag er die Stimme nicht. So, auch die Schicht überstanden. Ah. So, Nachtschicht 29. Das geht jetzt ja locker von der Hand, wie Rasierklingen. So. Dieses LP wird auch gesponsert von Gillette. Da. So. Den Burger. Ja, ich mach gleich den Staubsauger aus. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. So. Dann nehmen wir das damit. Ja, natürlich. Oh. Ich hab mal die richtige Seite direkt verwischt. Ist das gut? Ich sehe schon. Das wird mein Run. Ist mir jetzt egal. Ich lasse es jetzt kurz klingeln. So, denn jetzt. Jetzt gehen wir hin. Und nehmen in Ruhe ab. Weil wir sind so fit, deswegen müssen wir abnehmen. Katze? Miau. So. Na. Aus, mein Job.
Aber immer, ich sollte echt mal zurückpoltern bei diesem lauten Nachbarn. Ich meine, den bösen, bösen Jumpscare, der uns da erwartet, den haben wir ja schon gesehen. Und der ist richtig unheimlich, der ist brutal mörderisch. Davon hat mir noch richtig viel versprochen. Dass vielleicht dann wenigstens so ein richtiger Horror-Jumpscare einen erwartet, aber das, was dann kam, das war ja, puff. Wenn ihr es sehen wollt, letzte Folge. Da habe ich es einmal so richtig krachen lassen. So eine richtige Sause hier veranstaltet. Ach, der Anrufbeantworter. Oder halt die Bandansage, wie auch immer. Ups. Ihr kommt mit. Da. Ah. Blöd. Nö, ich lasse es jetzt klingeln. Hallo, mach die Tür auf. Das ist bestimmt so penetrant und er denkt sich so: Hör auf, hör auf, hör auf! Hör auf. Und. So. Ah. Ja, okay, das liegt wieder auf dem Weg. Das passt. Das passt. So, 3. Kriegen wir das noch hin? Kriegen wir das noch hin? Ich hoffe es doch. Verdammt. 2. Danach noch. Oh, das wird, glaube ich, knapp. Das wird richtig knapp. Wenn du nicht für Ruhe sorgst, wird er kommen. Fax brauche ich keins. Danke. War hier hinten nicht noch irgendwas? Ja, die Weinflasche. Ja, das Telefon ist da hinten. Ganz ehrlich. Ich bin mutig und ignoriere es jetzt. Hallo, mach auf. Verdammt. Ich hab gehofft, es reicht. Gut. Ich war insgesamt ein bisschen zu langsam. Spiel laden. Komm schon, Nachtschicht 29. Oder beende ich kurz? Ich mach kurz eine neue Folge. Wir sehen uns dann gleich wieder bei Joe's Diner.